Gut, also grüß Gott. Ich bin Pater Rupert Meyer. Eigentlich bin ich im Mittelalter geboren und habe um 1250 begonnen, im Dominikanerorden unter Albert dem Großen zu studieren mit meinem lieben Kollegen Thomas von Aquin. Aus unerfindlichen Gründen fand ich mich dann im 20. Jahrhundert wieder und studierte Maschinenbau bis 1987. Ich entschied mich dann aber doch wieder in den Dominikanerorden einzutreten und durfte mich dabei auch wieder mit Thomas von Aquin im Studium beschäftigen. Nicht nur in Wien, sondern auch in Berkeley in den USA. Derzeit bin ich im Orden für Studienangelegenheiten zuständig und unterrichte Theologie, genauer gesagt Fundamentaltheologie, am Internationalen Theologischen Institut.